worden, was das für eine hervorragende Mannschafts- und Teamleistung ist, dass das Ganze Hand in Hand läuft. Das ist hier ein bisschen wackelig, es könnte besser sein, aber so ist das. Also, am 26.01.1962 wurde das Wilhelm-Morgener Haus mit folgendem Text dann auch zum Richtfest dann entsprechend hier dann vorgetragen. Hoch- und wertgeschätzte Versammlung. Mit Zeit, vom Morgen bis zur Nacht, war unser schönes Werk vollbracht. Es war mit uns des Himmels Segen, an dem stets alles ist gelegen. Ihm wollen wir darum dies Haus, und wer darin geht ein und aus, für alle Zeiten jetzt empfehlen. So wird es nicht am Glücke fehlen. Bewahrt sei es vor Sturm und Brand, vor Blitz und hohem Wasserstand, vor Krieg und anderer schwerer Not, vor Seuchen, Krankheit oder Tod. Damit wir nun hören zu dieser Frist, wie hier der Bau uns gelungen ist, ob gehörig lang und breit, ob er auch trotze dem Zahn der Zeit, ob sich die Regel daran bewährt, so frug ich die Soester vor aller Welt, ob euch das neue Haus gefällt. Wohlan, da uns die Soester loben, so ist das Werk genug erprobet. Und jeder Tadel in Wort und Blick sinkt in sein eigenes Nichts zurück. Wohl uns, gelungen ist unser Tun, wir können nach der Arbeit ruhen und genießen die Frucht so mild und süß, wie Adam und Eva im Paradies. Im Hause hier, der Kunst erbaut, soll jedermann erscheinen, der gern die Welt auf Brettern schaut, im Lachen und im Weinen. Wir blicken stolz auf dieses Haus, das uns so wohl gelungen, und bringen einen Hochruf aus, von Dank und Lust durchdrungen. Auf alle, die in Stadt und Land dem Bau sich fördern zugewandt und deren Geist und starke Hände ihn glücklich führen bis zum Ende. Sie alle mögen leben hoch, jetzt und in fernen Zeiten noch. So, jetzt muss ich nur schauen. Hier ist das. Das habe ich aber. Soll ich das hier unten auf den Boden schmeißen? Da geht's kaputt. Also, ich werde es mal versuchen, sind alle weit entfernt. Oh. Also, das Glas hat gehalten, insofern kann man es nochmal wiederverwenden. Aber den guten Ansatz ist sicherlich hier genügend getan. Ich darf Sie jetzt alle einladen, unten zu einem Glas Bier oder etwas anderes, was Sie wünschen, und ein wenig zu essen. Und insofern darf ich dann in der guten Tradition, die Herr Silge eingefordert hat, insbesondere den Dank an alle, die ja bislang hier im wahrsten Sinne des Wortes Hand angelegt haben an den Bau, den Dank damit zum Ausdruck bringen. Haben wir einfach einen schönen Abend miteinander. Dankeschön. Applaus